Hallo Anna, so Anna-Lisa, schön dich zu sehen. Sekunde, ich muss mal ganz kurz, glaube ich, was machen. Wie kriege ich das denn jetzt hin? Ich war gestern 12 Stunden lang Moderatorin beim DDR-Summit und offensichtlich ist mein Hintergrundbild hier noch mit drin. Joba, ich melde mich ganz kurz bei Zoom ab und mit dem anderen Account wieder an und dann sehen wir uns wieder. Wunderbar, wir sehen uns gleich. Eine Sekunde, sonst verwirren wir hier, glaube ich, alle total. Ja, warte mal, ich sag dir, du kannst, glaube ich, du kannst, wenn du auf die Kamera gehst, Ja. hier unten Ach so, links, und dann kann ich den Hintergrund dann kannst gerade. du, genau. Ah ja, guck mal, da muss man auch gar nicht irgendwie was ändern. Super. Für alle, die da, genau. Jetzt bin ich wieder Bist du wieder? in der richtigen, befreit von den ganzen Logos. Dankeschön. Danke für die Hilfe. Ja, kein Problem. Der Klassiker. Annalisa, schön, dass du da bist. Ja. Und schön, dass du schon viele Fragen gestellt hast oder ja, mit diskutiert hast. Und super. Du warst beim Expertentag im November dabei. Bei der Mail, die rausgeht, werde ich auch nochmal das Video verlinken, wo du darstellst, wie du den Prozess zwischen Abgeber und Übernehmer, Abgeberin und Übernehmerin moderierst. Und kommst vom systemischen Beratungshintergrund, das in diesem Video eben ganz schön auch aufzeigst, welche Dynamik das hat und was da zu beachten ist, dass die Balance gehalten wird oder dass man miteinander Entscheidungen fällen kann, wie das ja eben Bettina Daser schon betont hat. Heute habe ich dich gebeten, dass du ein bisschen was dazu sagst. Wie geht das denn mit einer Firma kaufen? Denn es gibt etwas, was mir in den letzten Monaten ja mehrfach begegnet ist. Da ich mit dem Thema Unternehmensnachfolge sehr sichtbar bin, melden sich dann Männer, alles Männer bei mir, die sagen, ich habe Interesse, eine Firma zu kaufen. Und die schicken mir dann zwei, drei, vier Seiten einer hochprofessionellen Bewerbung mit allen Kriterien, was sie gerne haben möchten, wie sie sich das vorstellen. Ich habe eine Bewerbung erhalten von einem jungen Mann, der noch keine 30 war, der genau geschrieben hat, was er sich wünscht und vorstellt. Und eine Seite war, wer seine Mentoren sind und wer ihn unterstützt. Das waren alles sonore Herren in meinem Alter, die schon viel Erfahrung haben, sein Vater, der eine große Praxis und so weiter, die ihn finanziell unterstützen, aber auch in der Geschäftsführung. Und ich bin jedes Mal beeindruckt, wenn ich das sehe und denke, warum kommt hier bei mir die sechste, siebte, achte Bewerbung von Männern an und nicht eine Frau ist dabei? So. Und dann habe ich gedacht, das muss mal ein Thema hier sein. So, also wie geht das eigentlich mit Firma kaufen? Denn das haben die wenigsten Frauen wirklich im Blick. Die meisten Frauen denken an selber gründen, wenn sie sich selbstständig machen wollen, dass aber eine Firma kaufen eine Option ist. Ist vielleicht bei Ärzten, da ist das so Praxisübernahme, da hat das eine lange Tradition, da ist das in der Regel so ein standardisiertes Verfahren, das geht meist ganz gut. Aber in anderen Branchen ist das bei den Frauen wenig im Blick. Und da wollte ich gerne ein bisschen was von dir wissen. Okay, das ist jetzt quasi schon nochmal ein anderes Thema, ne? Wieso Frauen das. Erstmal wissen, wie geht das? Wie shoppe ich eine Firma? Nee, nee. Ja, okay. Das war nur der Aufhänger, dass ich da Ach so, okay. wir brauchen erstmal mehr Wissen. Und dann kann man ja, ne, erstmal wissen, wie geht das. Ne? Nein, wir Ja. bleiben beim Thema. Ja, gut. Okay, also ich muss dir erstmal ganz kurz zum Einstieg auch danken. Ich finde das toll, dass du das organisierst. Ich finde auch diese Bandbreite einfach gigantisch, weil ich habe von vornherein zugehört, allen Sprecherinnen vorher, und ich habe bei ganz vielen Stellen gesagt, so hätte ich, also habe ich hier so innerlich gesessen und habe gesagt, und ja, und genau das, was du gerade sagst, genau das ist so wichtig. Und die Bandbreite ist so groß dieser Themen, die alle relevant sind. Ne? Und das ist, finde ich, ganz toll, dass du das organisierst und machst. Danke. Ich habe gerade tatsächlich mehrere Frauen in der Betreuung. Also bei mir sind tatsächlich Frauen da, die sowohl in der Nachfolge sind, als auch Interessentinnen sind für den Kauf. Und ja, jeder von denen ist sowas uneingeschränkt zu empfehlen, um sich in der ganzen Bandbreite informieren zu können. Ne? Das ist tatsächlich so.
Ja, wie shoppe ich ein Unternehmen? Das haben wir beiden haben ja über den Titel gesprochen. Und ich glaube, die Antwort ist so, genauso wie ich normalerweise was shoppe, genauso eben nicht. Also es sollte nicht aus einem Freitagnachmittag-Bauchlaunengefühl heraus passieren, dass man ja mal gucken könnte, was irgendwie in den Schaufenstern ist. Es sollte kein Impulskauf sein. Es sollte nichts sein, wo ich hingehe und sage, ah ja, ich habe so ein ungefähres Budget im Kopf, aber wenn es ein bisschen mehr wird am Ende, auch egal. Also genau das sollte auch nicht passieren. Und ich sollte mir vor allen Dingen darüber bewusst sein, dass es nicht ein Fehlkauf ist, den ich im Schrank hängen lasse, sondern den habe ich dann an der Backe am Ende. So, also das ist, glaube ich, so ein bisschen, was ganz gut auch den Kontrast nochmal darstellt. Und was ich wirklich tun sollte oder wenn ich mich wirklich für das Thema interessiere, aus meiner Sicht ist, das kam ganz häufig in den anderen Vorträgen als Empfehlung auch immer wieder durch, werd dir erstmal klar darüber, was du eigentlich möchtest. Also wie sieht denn dieses Wunschunternehmen aus? Wenn du es dir backen könntest, was für Bestandteile hätte das? Welche Branche ist das? Wie viele Mitarbeiter hat das? Wie bin ich da alleine? Bin ich da nicht alleine? Also als Geschäftsführerin kann ich mir also einen Teileinstieg vorstellen. Ist mir klar, wie viel Arbeitszeit ich da reinstecken möchte, wie viel Arbeitszeit ich nicht da reinstecken möchte? Das heißt nicht, also ich folge zum Beispiel nicht mehr dieser Aussage, selbst und ständig. Es gibt genug Gründerinnen, die in Teilzeit sehr erfolgreich gegründet haben. Aber ich sollte mir das halt im Vorfeld, für mich sollte mir das klar sein, was ich möchte. Wie die Vertriebsstrukturen aussehen, wo der Sitz ist. Ganz häufig ist es so, dass ich Interessenten habe, die sich nicht damit befasst haben, ob sie bereit wären, den Wohnort zu wechseln. Weil eventuell liegt meine Wunschfirma nicht 3 Straßen weiter, sondern irgendwo in, keine Ahnung, Süddeutschland oder sonst irgendwas oder im Ausland. Ja. So, also das sind so Fragen, da sag ich halt auch, je besser wir den Trichter filtern, ja, shit in, shit out, je besser wir den Trichter filtern in dem allerersten Schritt, je genauer das Bild ist, je klarer die Vision ist von dem, was ich mir vorstelle. Und das darf ein bisschen dauern. Also das muss ich ja nicht innerhalb von einer Stunde entscheiden. Das kann auch zum Beispiel ein guter Coaching-Prozess sein mit 2, 3 Coaching-Ansätzen. Dann am Ende zu sagen, so jetzt weiß ich, was ich mir vorstelle und jetzt weiß ich, wie wir auf die Suche gehen können oder nach was wir auf die Suche gehen können. Bei Frauen ist es übrigens ganz, ganz häufig so, dass die ganz häufig sagen, naja, Hauptsache es passt halt auch menschlich miteinander. Höre ich ganz selten von den männlichen Kandidaten. Die merken, dass das Thema relevant wird im Laufe des Prozesses. Aber bei Frauen ist es ganz häufig so, naja, wenn wir gut miteinander klarkommen, wenn die Werte stimmen, wenn wir so auf einer Linie sind, der Verkäufer und ich, dann kriegen wir das schon irgendwie miteinander hin. So, ganz spannend, finde ich. Das ist ein spannender Unterschied. Also auch dieses, wie will ich sein? Was für Werte bringe ich in dieses Unternehmen mit rein? Also was für Werte müssen dann auch auf der Gegenseite zumindest im Grund schon vorhanden sein, ist wichtig. So, und dann habe ich ja schon mal das, was ich haben will. Also dann habe ich quasi schon mal wenn ich es jetzt vergleiche mit dem Shopping, den einen Turnschuh in der Sonderedition, den ich unbedingt haben will. Ist viel leichter, als loszugehen und zu sagen, ja, ich will halt mal irgendwie einen Turnschuh kaufen. Es dauert länger, ist schwieriger und ich gucke mir ganz viele Modelle an, die am Ende irgendwie nicht funktionieren. So, und dann mache ich das am besten so, dass ich nicht losgehe und da klingel und sage, hallo, ich bin's, die XY, ich kann es total gut, ich weiß schon genau, ihr Unternehmen will ich haben, was wollen Sie denn für einen Preis haben, wann kann ich denn einsteigen? Heißt also, salopp gesagt, ich gehe da nicht selber hin, sondern ich hole mir am besten jemand, der für mich auf die Suche geht und erstmal auf einer anonymen Ebene, ich sage jetzt mal, die wichtigsten Fakten zusammenbringt. Also so ein bisschen wie eine Partnervermittlung. Genau. Ist ja auch eine Entscheidung von Tragweite. Genau, ist eine Entscheidung fürs Leben, genau. Und da ist es, nicht, also es bringt einfach die notwendige Seriosität in diesen Prozess mit rein, weil damit auch klar wird, da sitzt jemand dahinter, die sich im Vorfeld Gedanken gemacht hat, der das wichtig ist, die sich informiert hat, ausgetauscht hat und die dann tatsächlich den Schritt gegangen ist, also diesen einen Schritt weiter, tatsächlich das professionell zu handhaben, weil die meisten Unternehmen auch tatsächlich ein
Ja, das Thema ist nicht einfach zu handhaben. Auch Unternehmer oder Unternehmerinnen, die mit dem Gedanken spielen, die sich damit beschäftigen, die möchten nicht unbedingt, dass das sofort klar ist, dass sie sich um dieses Thema gerade kümmern. Also weder bei den Lieferanten, noch bei den Kunden, noch bei den Mitarbeitern. Und deswegen ist es einfach gut, das sehr diskret und sehr anonym zu behandeln, und das nicht gleich an die große Glocke zu hängen. So. Und dann ist der Prozess meistens so, dass sie, so wie meine Vorrednerin gerade auch erzählt hat, tatsächlich mehrere Optionen da sind und man sich auch mehrere Unternehmen anguckt. Ich biete immer an oder empfehle auch, dass ich die Gespräche begleite, also in meinem Fall, weil das halt so dieses erste spannende Auseinandertreffen ist. Es ist auch sehr, sehr sinnvoll, die Unternehmen sich im Vorfeld mal anzuschauen. Also das ist zum Beispiel auch gut, wenn man da jemanden mit beauftragen kann, dass es nicht nur ein Austausch von Informationen auf dem Zettel ist, sondern dass da tatsächlich jemand reingeht und mal vorfühlt. Und ich habe das also gerade in den letzten Jahren sehr häufig gemacht. Dann merkt man, wie die Stimmung im Unternehmen ist. Dann merkt man, wie die Mitarbeiter reagieren, wenn Chef durch die Tür kommt. Dann merkt man, wie so, ob das ein aufgeräumter Laden ist oder nicht. Also, und dann hat man halt einfach ein bisschen besseres Gefühl, passt das zu der Gegenseite oder verschwende ich, also wirklich platt gesagt, verschwende ich da die Zeit von jemand, der wirklich interessiert daran ist, ein Unternehmen zu kaufen, und nicht Unternehmen sehen möchte, die von vornherein nicht zueinander passen, ja, oder die halt einfach nicht zu der Persönlichkeit passen. Gut, und wenn die Erstgespräche oder wenn die Erstkontakte dann gut laufen, dann ist es normalerweise so, dass man die Vorstellungen voneinander austauscht oder miteinander austauscht. Lioba, du grätscht mir einfach dazwischen, ne, wenn du Zwischenfragen hast. Ja, ist alles wunderbar. Okay. Also bei dem ersten Gespräch ist es tatsächlich so, dass man sich kennenlernt, dass man so ein bisschen austauscht, wie der Hintergrund ist, was die Vorstellungen sind, die gegenseitigen. Und wenn das gut läuft, dann gibt es vielleicht ein zweites Gespräch. Und wenn das super gut läuft, dann kann man schon so weit gehen und sagen, man tauscht Zahlenmaterial aus miteinander. Weil das, liebe Damen, wir sprechen alle nicht über Geld, aber wenn wir das nicht machen in dem Moment, dann können wir uns wirklich selber übers Knie legen. Und in dem Moment muss über Geld gesprochen werden. Ich habe so oft Verhandlungen, die dann in die dritte, vierte, fünfte Runde gehen und bis zum Schluss hat keiner darüber gesprochen, wie der Kaufpreis richtig aussehen soll. Und oh Wunder, die Kaufpreise liegen am Ende immer ganz weit auseinander. Also sparen wir uns doch diesen langen Weg und es muss tatsächlich zu einem frühzeitigen Punkt beiden Seiten klar sein, über Geld muss gesprochen werden. Und damit sie sich ein ordentliches Bild davon machen können, was sie denn dann kaufen und auch sich entscheiden können, was sie bereit sind, dafür auszugeben, weil die wenigsten Unternehmen werden sie aus der Hosentasche finanzieren können. Dafür brauchen sie die Unterlagen. Und wir sagen halt immer in den Begleitungen, wir brauchen mindestens die letzten 3 Jahre als Bilanzen und die aktuellen BWAs, damit wir einfach wissen, was gerade in diesem Unternehmen passiert. Und dann habe ich trotzdem erst die Zahlen. Dann weiß ich nicht, ob in dem Moment gerade der Hauptkunde weggebrochen ist oder ob die Mitarbeiter, keine Ahnung, alle über 65 sind und meine nächste Aufgabe in den nächsten 3 Jahren sein wird, dass ich erstmal neue Führungskräfte suche. Mhm. Ja? Also es braucht zu den, was ich damit sagen will, es braucht zu den Zahlen natürlich noch mehr Informationen. Und das heißt, wir brauchen im besten Fall anonymisierte Mitarbeiterlisten, wir brauchen anonymisierte Kundenlisten. Sie wollen ja wissen, was sie da kaufen und das soll nicht die Katze im Sack sein. Um beide Seiten zu schützen, wird eine Vertraulichkeitserklärung unterzeichnet. Wir haben auch eine Vertragsstrafe damit drin. Also wenn die gebrochen wird, also wenn da irgendwas davon nach außen dringt, dann muss gezahlt werden. Das sichert einfach beide Seiten, weil ohne den Austausch dieser Informationen kann der Prozess nicht weitergehen. Also wir brauchen die Informationen, aber natürlich brauchen beide Seiten auch die Sicherheit. Dann, also ich habe das damals so gemacht, im eigenen Familienunternehmen, weil es da auch um den Kauf ging. Ich habe zwar BWL studiert, aber ich brauchte trotzdem für mich die Sicherheit für die nächsten 3 bis 5 Jahre, wie eine Liquiditäts- und Rentabilitätsplanung unter Berücksichtigung des Kaufpreises aussieht, damit ich auch einfach am Ende mit meinem Businessplan und dieser Planung zu den Banken gehen konnte, weil es war eine nicht unerhebliche Summe, die da am Ende geliehen werden sollte. Und ich wollte einfach sicher sein, dass ich das abdecken kann und dass ich das schaffen kann. Und ich denke, das geht Ihnen auch allen so.
wenn wir über große Summen sprechen, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt nicht mal einen Kredit für irgendwie einen Kühlschrank oder sowas aufgenommen. Es war der allererste Kredit in meinem Leben. Und da wollte ich einfach sicher sein, unter Berücksichtigung allem, was ich über das Unternehmen wusste und was ich so über meine Bereitschaft und meine Fähigkeiten wusste, das traue ich mir zu, das kriege ich hin. Aber ich muss das halt einmal tatsächlich ausgeführt sehen. Und das ist nicht meine Spezialität und da habe ich mir tatsächlich Hilfe geholt. Das ist also auch so ein wichtiger Zwischentipp. Wenn Sie was nicht können, gibt es da draußen Leute, die das können und die kann man fragen. Und da spart man ganz viel Geld, wenn man an der Stelle das Geld ausgibt. Ja. Genau. Und das war in meinem Fall, war das jemand, der bei Familienunternehmenskäufen tatsächlich genau sich darauf spezialisiert hat. Ein ganz netter Finanzplaner aus Düsseldorf, aus Münster. Der hat sich wirklich mehrfach mit mir hingesetzt, hat dann alle Zahlen bekommen. Dann haben wir das zusammen ausgearbeitet, sodass ich dann am Ende wusste, okay, so sieht's aus, das sind die Rahmenbedingungen. Das kann ich mir auch vorstellen. Das hört sich auch nach einem sinnvollen Kaufpreis an. Familienintern ist das meistens ein sinnvoller, also ein niedrig angesetzter, sehr gut realisierbarer Kaufpreis, als wenn es ein externer Familienkauf ist, Firmenkauf ist. Also das würde ich gerne nochmal hinzufügen, wenn Sie extern kaufen, und da geht es ja gerade hauptsächlich drum, da lohnt sich das schon, wirklich da nochmal einen Blick drauf zu schmeißen. Die einfachste Faustformel bei diesem Thema ist, am Ende erzielt dieses Unternehmen in den letzten 3 Jahren und in diesem Jahr einen Gewinn X. Da bleibt irgendwo was übrig. So, dann müssen Sie noch mal gucken, ob das Geschäftsführergehalt da schon mit drin ist oder nicht, weil auch Sie wollen Gehalt haben, aber der zahlt sich vielleicht gerade im Moment mehr aus, als Sie vielleicht in den ersten Jahren bräuchten. So, den Betrag können Sie da noch draufrechnen auf das, was als Gewinn im Unternehmen übrig bleibt. Das sehen Sie ja. Sehen Sie in die Bilanzen, sehen Sie als Tendenz in den BWAs, in den aktuellen. So, und dann wird das normalerweise, wird das gelevelt. Also das drittletzte Jahr wird weniger stark gewichtet als das aktuelle Jahr, logischerweise. Und es gibt ja schon so eine Prognose für das fortlaufende Jahr. Und da gibt es eine Durchschnittssumme im Gewinn. Lassen Sie uns mal sagen, Sie verdienen 200.000, also das Unternehmen macht 200.000 Euro Gewinn im Schnitt in den letzten Jahren. So. Was, wenn Sie sich das Geld leihen nachher bei der Bank, wie lange ist wohl eine Bank bereit, auf die Rückzahlung des Kredites zu warten, den Sie aus dem Gewinn bezahlen? Was für Kreditlaufzeiten sind üblich? Und die üblichen Kreditlaufzeiten, und Sie können Fördermittel beantragen und Sie können sich tatsächlich auch helfen lassen, also Nachfolge wird wirklich viel gefördert, aber im Kern, die üblichen Kreditlaufzeiten sind maximal 10 Jahre bei so einem Unternehmenskredit. Also da haben Sie schon Glück gehabt. Also wir reden eigentlich eher über 5 bis 7 Jahre. Mhm. Heißt doch, wenn Sie 10-20% selber mit reinbringen in den Kaufpreis, müssen Sie in der Lage sein, aus dem zu erwartenden Gewinn in den nächsten 5 bis 7 Jahren diesen Kredit zu bedienen und rückzubezahlen. Ja? Mhm. So, und da sind noch keine Investitionen vielleicht für neue Ansätze im Unternehmen, da ist noch keine Neueinstellungen, weil Sie vielleicht neue Bereiche aufbauen wollen. Also das ist noch gar nicht alles mit berücksichtigt. Wir sprechen über das, was Sie sehen können und was Sie zum Zeitpunkt X wissen, weil die Zahlen da sind. Wenn Ihnen also jemand um die Ecke kommt und sagt, ich möchte das 20-fache des Jahresgewinns als Unternehmenspreis haben, dann können Sie das sich selber gegenüber nur rechtfertigen, wenn das ein strategischer Kauf ist und Sie wissen, dass Sie den Laden sonst wohin hochblasen können in den nächsten Jahren. Also erfolgstechnisch. Ansonsten ist im Mittelstand in diesen Bereichen ein Unternehmenskaufpreis zu rechtfertigen, der irgendwo beim 5- bis maximal 10-fachen des Jahresgewinns liegt. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen, ich hoffe, dass ich das richtig erklärt habe. Also auch bei mir gilt natürlich, wenn irgendwo Rückfragen sind und wenn jemand irgendwie was wissen möchte, bitte gerne auf mich zukommen. Das ist natürlich jetzt gerade alles so ein bisschen viel Input, aber so wäre der Prozess. Und da kann ich Ihnen wirklich nur raten, machen Sie das auch nicht alleine, lassen Sie sich da begleiten, weil mit Ihrem Ergebnis gehen Sie ja dann nachher in die Kaufpreisverhandlung. Und das sollte wirklich gut fundiert und darstellbar sein, weil, das haben wir auf der anderen Seite auch schon gehört, da sitzt Ihnen jemand gegenüber, der hat sein ganzes Leben in das Unternehmen gesteckt. Der sieht nicht die Problematik, die Sie haben mit der Rückbedienung des Kredits,
der sieht, ja, aber mein ganzes Leben, 40 Jahre lang, das soll nur fünfmal, dann mache ich lieber weiter. Also, da gibt's ja bei den Immobilien gibt es ja diese Darstellung, ne? Wie man selber sein Haus großartig sieht, dass wir dann am Sitz nochmal ein bisschen größer. Ja, und so, und der Käufer sieht eben eher die Strandhütte und so. Also dass die Einschätzung ist sehr unterschiedlich. Ja. So, was ich verstanden habe, dieser Kaufprozess ist sehr vielschichtig. Es ist gut, sich begleiten zu lassen. Ja. Und ja, es geht um ordentliche Summen. Also kauft man ein anständiges Unternehmen, hat es einen anständigen Preis. Mhm. So, nichtsdestotrotz ist in der gesamten Rechnung, in einer soliden Rechnung, ist darauf angelegt, dass man das auch irgendwie im Rahmen von 5 bis 10 Jahren zurückzahlen kann. Klar. Also das ist, es ist, sage ich jetzt mal, ähnlich wie wenn man ein Haus kauft, das zahlen die wenigsten aus der Portokasse. Das ist angelegt, dass man das in den nächsten 15, 20, eventuell sogar 30 Jahren, und dann ist eben eine Kaufsumme von, ich sage jetzt mal, bei einem Haus im Moment zwischen 400.000 und 600.000 hier im Raum Düsseldorf. Das war ein bisschen niedrig, aber ist machbar. So, wenn es braucht eine solide Finanzierung. Und was ich noch sagen wollte, also das ist wirklich nochmal wichtig, es gibt inzwischen natürlich unterschiedlichste Strukturen und Unternehmen, die auch mit rein finanzieren und fördern, also Family Offices zum Beispiel oder reine Investoren, die können Sie sich natürlich dazu holen, da ist, muss Ihnen aber klar sein, wenn die eine relevante Summe investieren, dann sind die meisten auch mit Ihnen irgendwo in der Entscheidungsbefugnis, logisch, würden Sie auch nicht machen, Sie würden auch kein Geld da reinstecken, wenn Sie am Ende nicht wüssten, was da passiert. Also da gibt es neben dem Modell, was ich gerade erklärt habe, also Sie gehen rein und kaufen alleine, gibt es noch ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Aber das führt hier, glaube ich, gerade sprengt den Rahmen. Okay. Ja? Okay. Also mir ging es jetzt heute darum, einmal zu sagen, so wie geht das, welcher Prozess ist das und wie geht man am besten vor? Mhm. Und eben zu sagen, ja, es ist machbar und man muss es klug angehen. Und das, was für Männer machbar ist, ist auch für Frauen machbar. Und was ja bei diesen Zettel, das ist nicht schön, das Wort Zettel, diese Bewerbungen, die bei mir ankommen, da haben sich Männer sehr systematisch Gedanken gemacht, was sie wirklich wollen. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach relativ hoch, wenn ich sage, was ich will, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich es auch kriege. So. Ja, weil man besser suchen kann. Genau, und dann streuen die das, ja. Also ich habe noch nirgends gehört, dass ich irgendwas mit Makeln von Unternehmen zu tun hätte oder habe irgendwo gepostet, aber auch das alles, was mit dem Thema, das wird, streuen die einfach so. Und das ist einfach auch, wo ich denke, das ist ein gesundes Selbstbewusstsein. Die haben sich klare Gedanken, haben Erfahrungen, sind alles sehr, wo ich denke, ja, die haben, ja, das ist mit Sinn und Verstand gemacht. Und wo Frauen einfach, scheint mir, noch sehr, sehr viel zurückhaltender sind. Es kann aber auch sein, ich weiß jetzt nicht, was Sie bekommen hatten, aber wir haben letztes Jahr im Verband auch einen Riesenschwung bekommen. Da ist an alle Berater dasselbe Anschreiben rausgegangen. Das ist natürlich auch eine marketingstrategische Herangehensweise von großen M&A-Akquisiteuren, die quasi so einen Jungspund-Geschäftsführer mit in die Auslage hängen und sagen, wir haben einen Riesenbund an Investitionen, Gesellschaftern, Mentoren, und so hinter demjenigen, die sammeln halt damit auch Adressen ein. Ne? Das ist hochprofessionell gemacht, aber wir haben in dem Moment, also wir tauschen uns ja in der Fachgruppe aus und dann kriegen halt 30 Berater im Verband, kriegen die gleiche E-Mail. Ja, also das sind ganz, sind Menschen, einzelne Menschen, die mir das schicken. Ja, okay. Also das, ne? Und die auch, wo wir auch sprechen und telefonieren. Und ja. So. Ja. Genau, also dieser Tag, den wird es ja noch ein paar Mal geben, dient dazu, auch Frauen eben zu ermutigen, in unterschiedlichsten Konstellationen sich dem Thema zu stellen und es anzugehen, und es ist machbar, und da nochmal gut zu gucken, was will ich mit meinem Berufsleben. Wenn man was im Beruf machen will, ist es immer Arbeit. Kann ich da auch das machen, was mir gefällt oder was für mich passt. Und wenn es keine weiteren Fragen gibt, so wäre meine Schlussfrage an dich, Annalisa, gibt es so 3 Tipps, die du hast?
Ja, ich habe vorhin noch tatsächlich einmal drüber nachgedacht. Also dieser Tipp 1 ist tatsächlich so, sei dir im Klaren darüber, was du willst, in Klammern und was du kannst, ist auch relevant. Also was du leisten willst und was du einfach gut kannst und gern machst. Also der älteste Trick der Welt, was ich gern mache, mache ich auch gut, ist auch da wichtig. Also form dir dieses Bild möglichst genau, was du von diesem Unternehmen hast, was du kaufen möchtest. Ist die Suche leichter und die Erfolgsquote höher? Dann überlege, was es dafür braucht, um dahin zu kommen und auch wen es dafür braucht. Also an welcher Stelle hole ich mir Experten rein? Ich fand zum Beispiel auch den Tipp zu den Austauschrunden gerade wahnsinnig gut. Das ist total gut. Da gibt es wirklich viele Gruppen, wo man sich austauschen kann, wie andere es machen. Und der dritte Tipp ist tatsächlich, definier deine rote Linie. Definier, bis wohin du gehst. Und definier auch, was für eine Zeitschiene relevant ist für dich und was du wann erledigt haben möchtest. Und dann sei konsequent, wenn das nicht klappt. Das war, glaube ich, nochmal vorhin ein ganz guter Tipp, auch die Antwort auf meine Frage von Frau Dasa, dass sie gesagt hat, dann muss man an der Stelle eben sagen, okay, dann nicht mit mir. So, weil das ist, glaube ich, in diesen Kaufprozessen einfach auch ganz wichtig. So, wir Frauen tendieren dazu, dass wir dann sagen, ja, aber ich habe mich da schon verpflichtet, ich habe da eine Verantwortung, ich habe da jetzt schon zugesagt. Aber wenn die rote Linie überschritten wird, die ja jeder für sich selber definieren kann, dann sollte man auch sich selbst was Gutes tun und sagen, nee, dann drehe ich mich um und suche was anderes. Das ist der dritte Tipp. Danke. Gerne. War noch eine Frage. Da hattest du das Thema Teilzeit, Selbstständigkeit angesprochen. Und meinst du, es geht in Teilzeit neben der Familie mit Kindern? Da sage ich, ja, die Frage ist an dich, aber ich würde sagen, ja, da gibt es wirklich erfolgreiche Teilzeit-selbstständige Frauen. Und geht es auch mit einer Teilzeitanstellung? Ich weiß nicht, was du sagst, Anna. Ja, ich habe tatsächlich gerade aktuell jemand im Coaching, die sich überlegt, was sie sonst noch machen kann und eine eigene gute Idee hat und aber erstmal die Sicherheit aus der Teilzeitanstellung weiter nutzen möchte und parallel aber schon ganz viel anfängt zu strukturieren, zu organisieren, Dinge zu klären, Informationen reinzuholen und um dann eben parallel ihre Idee aufzubauen. Das ist natürlich immer wahnsinnig schwierig, das pauschal zu beantworten. Ne? Ja, und ich sage jetzt mal eins, was ich immer sage. Dein Tag muss so strukturiert sein, liebe Frau, dass im normalen Tagesablauf 80% reichen. So, die Katastrophen kommen sowieso. Also normal muss noch der Kaffee mit der Nachbarin drin sein. Teilzeitarbeit mit Kindern, wo der größte Teil an dir hängt und daneben bei noch eine Selbstständigkeit aufbauen, ist nur, wenn es gar nicht anders geht. Ansonsten sage ich mit der Weisheit meines Alters, das grenzt an eine ziemliche Überforderung. Also da braucht es an irgendeiner Stelle, entweder übernimmt der Vater oder die Großmutter die Kinder, also die Hauptzuständigkeit, oder es geht in Teilzeit anzufangen und sich selbstständig zu machen, geht super. Und viele haben dann noch nebenbei einen Job, wenn der aber viel Energie braucht. Das ist auch nochmal eine Frage, ne? Mache ich irgendwie so ein paar Stunden oder brauche ich richtig viel meine Energie, dann ist das von Anfang an eine Überforderung. Ja, es kommt halt auch total auf das Unternehmen, was ich gründe, an. Wenn das jetzt eine Solo-Selbstständigkeit ist, wo ich zum Beispiel ganz viel digital beraten kann oder, weiß ich nicht, ich habe irgendwie ein Top-Produkt und da brauchen wir nicht jemanden einen Shop für bauen oder sowas. Aber wenn ich natürlich in Teilzeit einen 500-Mann-Laden schmeißen will, das ist natürlich auch einfach wichtig. Ja. Auch da lohnt es sich einfach mal mit jemandem zu sparen, ob das geht oder ob das nicht geht und unter welchen Rahmenbedingungen es gehen könnte. Hm? Ja, ich danke dir. Alles Gute. Ja. Ich danke dir. Alles Gute. Tschüss, Anna. Ja, ciao.